Salut und grüezi miteinander und ich hocke hier wieder mal mit meinem Wish-T-Shirt. Das heisst, es ist Wish-Zeit. 5 Päckchen schauen wir zusammen an. Ich fange gerade mit dem grössten an. Viele wissen das vielleicht schon. Ich schaue es mal reinschauen, also weißt, auspacken so. Schaut rein, wie es inwendig verpackt ist, weil alle, die schon Wish bestellt haben, gewisse Sachen sind so verpackt, dass man eine halbe Ewigkeit braucht, um es auszupacken. Und das muss nicht sein. Das ist ja nicht so spannend. Ich ziehe es mal raus. Spüre, es sind eigentlich 2 Sachen drin. Aber ich habe auch vom einen Lieferant 2 Sachen bestellt. Denkt ihr, was kauft ihr? Ein Stück Stoff oder so? Nein. Also Anlänge ist jetzt gerade so, hä? Wie ihr seht. Aber also erkennt ihr es vielleicht? Es sind Fixlin-Tücher. Genau. Und zwar Fixlin-Tücher für mein Sofa, Schlafsofa, das ich hier habe. Eigentlich spielt das auch keine Rolle, dass das jetzt so ein Stoff ist, weil ab und zu schlafen Gäste drauf und für die könnt ihr jetzt auch qualitativ besser nehmen, aber es geht mir eigentlich mehr darum, dekomäßig. Also zu meinen Küssen passt, also zum Beispiel, zeige es euch gerne, würde ja das Wissen mit dem Pärchen super gut gehen, aber es war noch das zweite dabei gewesen, und zwar in dieser Farbe. Pink. Auch hier haben wir das gleiche Material. Aber mässig würde es gehen, sage ich jetzt einmal. Aber das ist die Idee, warum ich die bestellt habe. Ja, und Himmel, Herr Golanum. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Und das werde ich jetzt schnell holen. Einen Moment. Ah, nein. Ich bin verkältet, mein Hirn funktioniert nur zu 30%. Nein, schon ein bisschen mehr, aber. Ich wollte euch noch erzählen, was das gekostet hat. Gut, also. Ich weiss es, dass ich es nicht mehr bestellen muss, weil Preis-Leistungs-Verhältnis. So ein Fixlin-Tuch hat mich doch 20 Franken gekostet. Also, Angie hat da recht Geld investiert, was es selten gibt. Sie sind nicht schlecht. Ich tue sie mal waschen und schauen, was sie nachher machen, wie sie dran passen. Aber 20 Stück, das kriegst du sonst auch über. Also für das musst du nicht extra Wischbestellung machen. Das nächste. Genau. Das sind so. Ich zeige es euch. So Socken. Die Socken haben mich 4 Franken gekostet. Und ich brauche schnell die Schere, damit ich es euch so richtig zeigen kann. Habe ich witzig gefunden und lustig. Und hinten die Tatze. Wie sind sie es? Mau, mau. Die coolen Kuschelsocken kann man auch immer gut brauchen. Wie gesagt, 4 Franken habe ich die gekostet. Das ist vollkommen okay. Müssen wir auch mal waschen. Klar, alles klar. Packt's mal aus. Okay, das Material müssen wir wieder mal nicht darüber diskutieren. Und irgendwie. Ah, oh nein. Ist das so ein Wasserfallkragen? Ein LS Pulli, Pullover. Von der Größe her könnte er aber gehen. Aber leider eben das Material. Ist einfach so ein bisschen ein stinkiges Material gern. Aber. Ja, das hat mir jetzt 14,90 gekostet.
Klar, eine Lesse würde viel mehr kosten. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Aber würde ich mir auch nicht mehr kaufen. Ja, 14,90 ist doch... Dass ich nicht so ein Markenguru bin. Ja. Wir machen weiter. Und zwar... Hat mich das Liebe... Liebe, coole, zwar ein kleines, aber das wollte ich auch so wollen, das ist legitim. Liebe Posten, 2 Franken kostet. Und das ist wirklich so für einen Leinwandteil, also super schön. Und der Druck ist echt auch cool. Das ist super. Irgendwann aufhängen, ich weiss noch nicht wo. Irgendwann einmal in meinem Zimmer, das weiss ich. Super. Schuppi, schuppi, schuppi. Noch heiß geht's jetzt sogar, weil es hat sind wir schon fertig. Und hier haben wir. Jo. Jo. Nee, die sind geil. Die sind echt geil. Küsseanzüge, und zwar haben mir die 3 Franken gekostet. Auch wieder mit einem Reissverschluss unten. Aber die sind doch so herzig. Oh, die sind super. Die darf meine Mami nicht sehen, die will sie mir sicher gerade abluchsen. Diesmal würde ich so sagen, die Wish Hall im Durchschnitt, es hat gute Sachen gehabt. Also, die Socken sind okay, das Poster ist super, wie auch Küsseanzüge sind super. Die Fixlin-Tücher und der Bulli. Naja. Das war wieder mein Wish-Haul. Und ich sage euch einen wunderschönen Tag. Wünsche ich euch allen. Habt's gut, habt Sorge und ciao!